Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge 911 Operator. Es ist immer noch New York, zweite Schicht und ich muss erstmal die Belegschaft ersetzen, also die Leute, die krank sind bzw. verletzt. Da brauchen wir neue. Die kosten alle gleich, von daher ist es eigentlich egal, wo wir wen drauf packen. Wir haben nur drei Polizisten, das ist echt. Warte mal, wie sieht's denn aus mit dem? Es sind überall nur zwei, oje, oje. Mal sehen. Wir haben einen Fahrer, den packen wir erstmal ein. Wenn der nicht so gut fährt, nicht so gut trifft, hierhin. Ich würde auch gerne noch ein Fahrzeug anschaffen. Habe ich das schon gekauft? Nee. Geht das so? Ja. Neues Team. Moped-Belegschaft. Ja, hier. Yep. Ich gucke mal, ob ich Equipment noch ein bisschen über habe. Pistole kriegt er. Sturmgewehr auf dem Moped wäre auch nice. Aber nein. Hier. Ja, so ein Terminal. Und dann die eine Feuerwehr noch besetzen. Mit ihm. Die anderen aber auch. Also ich würde zumindest die Brände löschen sollen. Und noch voll machen. Soweit es geht. Bei den Sanitätern, da bin ich nicht wirklich sicher, aber eigentlich würde es auch helfen, ne, wenn da Dreier drin sind. Die sind einfach dann ein bisschen schneller. So, wie viel Geld? Ja, doch, das reicht. Wir kaufen alle. Wir haben hier unten tatsächlich noch einen weiteren Polizeibeamten. Na dann, ist der sein Sozius? Jetzt muss ich nach der Feuerwehr nochmal gucken. Hier der Techniker, Technikfähigkeiten ist dann eher. Auf dem Hubschrauber noch einen, da bin ich. Ach, hatten wir hier gar nicht. Ne, das war die andere Stadt. Einfach hier noch ein Sané drauf und dann ist gut. So, die Verteilung ist schlecht. Ich schick mal hier einen hin. Ein Polizeiauto. Hier hin. Ja, vielleicht noch eine Feuerwehr rüber. Ansonsten ist, glaube ich, okay. Und dann beginnen wir mal die Schicht. Bin ja gespannt, was es hier Neues gibt. Da haben wir schon den ersten Fall. Hab gerade einen Schluck getrunken. Unfall auf einer Brücke. Wir brauchen alle möglichen. So, und wahrscheinlich ist der hier gar nicht. Ist eher eine technische Störung. Ne? Wo ist denn das Technikauto? Ist jetzt blöderweise ganz weit weg. Müll in Brand. Da können wir schnell helfen. Ansonsten ist es ein recht ruhiger Tag, ne? Schon fast eine Minute rum, nichts passiert. Also keine Anrufe oder so. Ah, also was kann ich denn tun? Echtes Chaos. Was ist denn passiert? Okay, Mets, also das ist, Baseball? Was meinen Sie mit von uns? Sie sollten aufhören. Ja, dann muss ich wohl die Polizei schicken. Keine Polizei, nee. Is something on fire? That's what I said. They pushed it a little too far. Oh, you know, we're mourning our loss after that game. I kind of do understand that, wouldn't you, Mink? Setting a vehicle on fire and assaulting people, those are crimes. Oh, you're at work. I hope. I just hope I did not spoil you the result of the game. Did you record it? What's the location? Bar and
Wir schicken jetzt einfach mal Polizei hin, ja, ist gut. Okay, Sir, I've got officers on the way. They're gonna break up the fight and deal with the situation. Be quick about it. Na dann mal schnell, sagt er jetzt, ne? Und vorhin hat er gesagt, nee, keine Polizei, nee, ja, nee, ach, nur Krankenwagen, ja, mehr brauchen wir nicht, der im Auto, okay, das kann hier das Moped erledigen. Ich fürchte, wir werden hier noch einen brauchen. So, was haben wir hier? Fußverletzung. Kann ein einfacher Krankenwagen machen. Aber wie sieht's aus? Hier brennt tatsächlich was. Wütender Trainer in Klammern Feuer. Mehrere Verletzte, ein paar Leute werden verhaftet. Ja, okay. Dann werden wir da einen Krankenwagen brauchen. So, hier unten haben wir einen Hauseinbruch. Okay, ich schicke mal mehrere Leute hin. Das war ja häufig schon dann mit bewaffneten Leuten. So, hier werden Leute kontrolliert. Sind die das? Die hier oben, tatsächlich. Na, jetzt steht hier auch da, dass wir alle anderen brauchen. Wir schicken da noch jemanden hin. Hubschrauber kümmert sich hier um den Raser. Das hat sich schon mal aufgelöst, sehr gut. Oh, und dann schicken wir da noch jemanden hin. Wir werden da oben noch ein paar mehr Leute brauchen. Wen haben wir denn noch? Hello? I'm a watchman at a construction site and I just noticed there's a fire. Okay, wo sind sie denn? Also irgendwo auf einer Baustelle brennt, hat er gesagt. One of the building's roof, it's on fire. I don't know what happened. Ist jemand drin? Okay. Ich sag mal, Gasanschluss, ne? Ich sag mal, also versuchen, das Gas abzudrehen. Okay, okay, I know where that is. I'll do it right now. I'm sending the emergency service. Er sagt, er weiß, wo das ist, ja, das Hauptgasventil. Wenn ich ihn aber frage, ob da Gas im Gebäude ist, keine Ahnung. Okay. Das hat sich erledigt, die brauchen noch einen Krankenwagen, den schicken wir hin. Hat sich wohl auch aufgelöst. Eine laute Party mit mehreren Verdächtigen. Ich weiß nicht, ob wir da jemanden abtransportieren müssen, eigentlich nicht. Ne? Falsches Fahrzeug ausgewählt, sorry. Illegale Software, muss man da wirklich hin? Was könnte das sein? Besitz illegaler Software und oder Daten gemeldet. Ach, um was man sich ja nicht kümmern muss. Noch ein Hauseinbruch, okay. Schicken wir ihn hin. Wie es hier aussieht, ja, da werden nur Strafzettel ausgeteilt, das ist in Ordnung. So, wir sind jetzt hier unten an der Stelle, das sind mehrere Verletzte. Ich schicke mal zwei Krankenwagen hin, das sieht nicht so aus, als wenn das ein Einzelner alles abtransportieren könnte. Da. Dann schicken wir hier noch jemanden hin, gehen mal ans Telefon. Ach, der ist schon wieder, also der ruft wirklich jeden Tag an, ne? What's your address, sir? So, how long have you had this stomach pain? It's about 2 weeks, I guess. Seit 2 Wochen, okay. So why haven't you gone to a doctor, sir? I didn't think it would get so bad, but the pain didn't go away, and now it's even worse. You should go see your doctor as soon as possible. 911 is for emergencies. I hope you understand that. So I can't send an ambulance in this kind of case. Okay. I guess you're right. Bye.
Okay, die Stimme ist immer die gleiche, aber die Geschichte ist immer eine andere, ne? Also, okay. Elektrische Gefahr. Moment. Technikauto. Haben wir hier oben. Weiß nicht, ob der rechtzeitig da ist, ob das gut ist. Das hier war der Anruf. Ja, das können wir ignorieren, glaube ich, hoffe ich. So, was brauchen wir noch? Sind die hier schneller da? Schwer zu sagen. Verdächtige Person, ein seltsamer Mann wurde gemeldet, scheint eine Waffe zu tragen. Okay. Unterstützung aus der Luft wäre vielleicht ganz gut. Ja? Ich kann schon mal gucken, ob da wirklich eine Waffe im Spiel ist. Ach, das könnte ich auch nicht sehen. Oder? Ja, es kann, also allein die Abschreckung, ne? Wenn ein Hubschrauber über einem Kreis und so einen Suchscheinwerfer auf einrichtet. Gebäudebrand, ein Verletzter bisher. Könnten wir einen zweiten Löschzug da hinschicken. Was haben wir hier? Chemische Gefahr. Technische Störung. Tja, welcher Frage ist das? Das ist er hier. Okay. Und wo wird noch Unterstützung angefordert? Hier. Schicken wir mehrere Einheiten hin. Gerade noch rechtzeitig reingegangen. Okay, sie wurde beraubt. Beraubt, sagt man das so? Ausgeraubt? Was ist das so? Okay, wir haben jemanden in der Nähe. Wie ist denn das passiert? Was this a burglary? No, just a shameless theft. The deal was, I dropped the axe and he drops gold, but that bastard just picked the axe, didn't pay and ran away instead. Okay, ist kein Notfall. Sir, events that happen in virtual worlds, they're not emergencies. But it was a robbery. Tell me honestly. Kann er nicht helfen. Would it help if I sent the police over? Not really. So there's nothing I can do for you, sir. Gosh. All right, I will find and kill him myself. Ja, na also, geht doch. Ja. So, ist natürlich auch schön, wenn sie den Fall mal so löst. So, die brauchen eine Ambulanz. Da habe ich hier die falschen Leute hingeschickt. Schicken wir den hier hin. Der kann hier oben bleiben. Den schicken wir auch darunter. Und einen Hubschrauber hier hin. Wir haben zu viele Fahrzeuge hier oben. Wir können uns mal ein bisschen besser verteilen. Ich glaube, die hier sind überhaupt noch nicht rumgefahren. So, Fußverletzung ist hier Vergewaltigung. Womöglich bewaffnet. Okay, da sollten wir vielleicht ein bisschen schneller hin. Oder mit mehr Polizisten. Drogenkonsum haben wir hier auch. Okay. Eine neue Meldung. Trinken in der Öffentlichkeit. Okay, das ist. Also, ich habe jemanden. Aber ganz so schlimm finde ich das nicht. Tja, diese Einheitenübersicht so richtig helfen? Tut mir das nicht. Ne? Also, ich weiß zwar hier die Nummern, aber hier müssen Icons ran. Um mir zu sagen, wer da, welche Ausstattung die Fahrzeuge haben. Was ist denn los? The TV is very loud. Hören Sie sonst noch was? It may just be the TV, but I think I can hear a child crying. Schreiendes Kind. What's the address you're calling from? My house is at... Do you know who lives there? A family with two children. Are they loud like this all the time, or is this an exception? Yes, I hear the parents fight all the time. I don't want to be cruel, but I don't want to call that family pathological. They drink a lot. Häusliche Gewalt und so, wa? Maybe you should send Eltern immer betrunken? Polizei senden oder nicht dringend. Thank you. I'll be waiting at my place. Bye.
Ich habe halt jemanden übrig, ne? Also gerade, deswegen schicke ich es mal hin. Es ist jetzt nicht so, so dringend, so die anderen Fälle. Ne? Also es ist jetzt nicht wie San Francisco Erdbeben oder so. Da hätte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt jemanden hingeschickt. Aber ich hätte auch ein Moped hinschicken können. Ne? Die wären vielleicht ein bisschen schneller da gewesen. Auf jeden Fall können wir oder ein Hubschrauber ist ja okay. Naja. Sind sonst noch Sachen offen? Nee, ne? Zeit ist auch um. Ich hoffe, dass jetzt nichts Neues reinkommt. Was brauchen die denn hier? Es dauert einfach nur noch, oder wie? Ja, so ein paar Sekunden fertig. Die sind fertig. Was ist hier los? Geht auch klar. Ach, guck an. Betrunkener Mann, ängstliches Kind. Anruferin, ja, die gehen zuerst einmal zu dem, der angerufen hat, und dann rüber da, wo was los ist. Auch merkwürdig. Was ist, wenn man ja zwei Leute hinschickt? Gucken, ob das dann schneller. Naja, ist jetzt auch zu spät, glaube ich, ne, bis die da sind, ist das erledigt. Ja. Die können auch Unterstützung gebrauchen, oder? Ah, ne, die beiden haben sie schon. Das ist auch nicht so richtig zu sehen, ne, wer jetzt schon erledigt ist und wer nicht. So, jetzt die ganze Sache hier ein bisschen schneller. Die hier sind noch am Rumtüdeln. Die müssen sich auch um die ängstlichen Kinder kümmern, ja, genauso lange wie für die Verletzten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig viel früher noch einen Krankenwagen hinschicken müssen. Aber es ist niemand verletzt, es ist wirklich nur ängstlich und betrunken. Aber das ist auch jetzt keine Frau, wenn die Mutti nicht zu Hause ist, ne? Die hat ja gesagt, die Eltern streiten sich immer und so, Mann, jetzt mit den Kindern alleine zu Hause. Unterstützung, tatsächlich medizinische Unterstützung, benötigt für drei Verletzte, sorry. Oh Mann, hätte ich das mal eher gelesen. Jetzt zieht sich dieser Einsatz hier noch so lange hin, meine Güte, ich wollte schon längst feiern, Mann. Kann ich die Zeit ein bisschen schneller laufen lassen, ne? Wenn jetzt nichts Neues mehr reinkommt. What? Doch erledigt. Na gut, Zeit ist abgelaufen, elektrische Gefahr. Ah! Das ist der, wo ich den von ganz oben da runter geschickt habe, ne? Ja, die waren dann tatsächlich zu spät. Der Rest ist gut gelaufen. Ne? Ein verletztes Teammitglied und ansonsten im Plus. Ruf ist gut. Effizienz kann ich mitleben. Ja, war ein schöner Tag. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Und bis nächste Woche, ich glaube, da zeige ich was anderes. Hiermit lasse ich es erstmal. Es sei denn, ihr sagt, ja, spielt weiter, kommt noch was Gutes oder so. Dann mache ich das. Oder die DLC vielleicht. Oder ich warte einfach auf den Nachfolger. Weiß ich gar nicht, 112 Operator, so sollte das ja heißen. Ne? Ja, naja, bin gespannt. Bis dann, ciao.